Und weiter geht's. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind immer noch mittendrin. Wo sollen wir auch sonst sein? So, wo sind wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, welche Höhe das wohl sein könnte. Ich glaube, wir müssen noch eins. Wenn wir eins zu hoch haben... 89. Aber wir sind schon eins zu hoch. Okay. Wir sind eins zu hoch. Ich glaube, das ist die richtige Höhe. Ich glaube, da müssen wir sein. Ich vermute das. Ich vermute das mal. Wir müssen uns wieder auf mein unglaubliches Augenmaß verlassen. Könnte. Ein zu tief, ne? Ein zu tief. Wir sind ein zu tief. Tatsächlich, ein zu tief. Na gut. Was soll's? Mein Gott. Schon schlimmere Sachen erlebt, oder? Wir haben schon Schlimmeres erlebt. So überlege ich gerade, wie ich hier am besten vorgehe. Vielleicht ist das sogar besser als das andere. Wir müssen nur, ich meine, darunter fallen können wir ja auch nicht. Da geht ja die Treppe einfach nur nach oben, ne? Ich glaube, so ist das sogar noch besser, wenn man eine Stufe tiefer ist. Komisches Gefühl, dass er den Boden unter sich wegschlägt. Bald ist es ja vorbei. Wir haben es ja bald. Wir haben es ja bald geschafft. Bald ist es vorbei. Die Schmerzen haben bald ein Ende. Und dann können wir irgendwann diese ganze unberührte Landschaft... dann ja berührt wurde von uns, aber nur oberflächlich, nur mit der Bahnlinie. Huch. Irgendwann genießen in vollen Zügen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Steinvorrat so lange hält. Ich habe eher so gedacht, oh ja... Lass uns erstmal irgendwie so grob über den Berg kommen. Was machen eigentlich die ganzen Fliegen hier? So hoch fliegen keine Fliegen mehr. Die haben auch Höhenangst. Außerdem werden die von Vögeln gefressen. Boah, freue ich mich auf dieses unbekannte Gebiet. Schöne ist, wir sind ja eigentlich gar nicht so weit von zu Hause weg, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Wir sind ja gar nicht so weit weg von zu Hause. Im Endeffekt. Irgendwie schon gut, dass wir diese Schwebeinsel jetzt angebunden haben. Ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen. Aber irgendwie müssen wir die verwerten. Für eine... ansprechende Art und Weise. Auf eine ansprechende Art und Weise. So, eben hier runter. Ich glaube, wir müssen jetzt auch... Oh, das passt noch. Jetzt fangen wir unten... Jetzt setzen wir unten an. Und wenn wir hier sind, ist sowieso alles mega entspannt. Mega entspannt. Wollte ich nur sagen. So. Eins. Zwei. Was würde Minecraft ohne Erde sein? Ohne diese Erdblöcke. Wird es schon wieder Abend? Die Sonne sieht so verdächtig, steht so verdächtig tief. Die Schatten werden so lang.
andere Seite auch nochmal. Oder warte mal, wir können das sogar ganz anders machen. Wir können den Krempel jetzt schon wegreißen. Machen das ein bisschen schlauer. So. Das ist, glaube ich, besser. Ja. Hervorragend. Ich glaube, das wird doch ein ziemlich großes Projekt hier mit dieser Bahnstrecke. Ich habe das etwas unterschätzt. Ich war eher so drauf, so, oh, bau da mal eben, klatsch da mal eben so eine Bahnstrecke. Einfach mal so durch die Botanik. Ich glaube, so ist das nicht. Ich glaube, das ist doch etwas umfangreicher, das ganze Ding. Darf es ja auch sein, nur ohne Angst halt. Ohne Angst wäre ganz schön. Einmal aufs Bett jumpen. Huch, ich wollte aufs Bett jumpen. Wo ist die ganze Erde jetzt? Weg, weg, weg. Da ist die Erde. Und die letzte Fackel. Natürlich nehmen wir die mit. Und natürlich kommt die auch hier hin. Drei. Eins. Aber das Schwierigste kommt ja noch. Diese Brücke soll ja nicht einfach nur, das soll ja nicht einfach nur eine Bahnstrecke sein, sondern das soll ja, ein großer Teil von dieser ganzen Konstruktion besteht ja aus Brücke ohne Pfeiler nach unten. Das heißt, wir müssen eine sogenannte selbsttragende Brücke bauen, ne? So ein bisschen so wie die Golden Gate in San Francisco. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber so irgendwie in diese Richtung müssen wir hinarbeiten. Ich weiß auch nicht genau wie. Aber so muss es eigentlich sein. So, okay. Mega geil. Und dann geht das hier wieder runter. Jetzt bauen wir hier noch einmal ein Stückchen. Die Höhe finde ich auch total super, wie die jetzt gerade ist. Die finde ich total gut, diese Höhe. Die lassen wir so. Und wir bauen jetzt einfach mal weiter. Ich zähle jetzt hier auch nicht die Pfeiler. Eigentlich machen wir immer so alle 30 Einheiten machen wir Pfeiler, aber das ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Einmal hier rüber und am Ende des Sees oder mittendrin, ich weiß es nicht. Oh, das zählen wir doch. Was haben wir denn hier für einen Wert? So, also wir haben hier 2305. 2335 wäre dann eigentlich der Wert, wo wir den nächsten Pfeiler machen. Und da ist dann auch erstmal Schluss. So. Hier kommt der Pfeiler hin. Ja, ja. Naja, Kuckuck. Mit Kuckuck ist es nicht getan. So einfach ist das hier nicht. Komm mir nicht mit Kuckuck. Er kommt mir ja doch mit Kuckuck. So. Ach ja. Und sonst so? Läuft's. Also schön. Diese umgebenden Naturgeräusche beruhigen so herrlich. Wir sind hier mitten im unbekannten Wald. Es kann sein, theoretisch, man weiß das ja nie, es kann sein, dass wir noch irgendwas Unbekanntes finden. Wer weiß es schon. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Vielleicht finden wir ein verlassenes Haus. Oder wir finden irgendwie einen Brunnen. Was haben wir alles schon gefunden? Wir haben eine Windmühle gefunden, wir haben einen Tempel gefunden, einen Brunnen, verlassene Häuser,
Und ich rede jetzt nicht von NPC-Dörfern, sondern von Modhäusern. Unsere schöne, gesunde, grüne Bahnstrecke. Schön ökomäßig. Mal gucken, ob das jetzt von hier aus einfach so... Also das ist jetzt schon wieder ein bisschen leichter. Übrigens, wo wir gerade so bei den Ursprüngen sind, bei Back to the Roots und sowas, ne? Ich habe doch tatsächlich, ich mache das fast gar nicht erzählen, ich habe mir doch tatsächlich gestern einen Plattenspieler geholt. So, also ich bin ja schon über 40 und in meiner Kindheit gab's also Plattenspieler zuhauf. Da hatte jeder einen Plattenspieler oder viele Leute hatten Plattenspieler, Kassetten natürlich auch, aber Platten, ich habe als Kind immer Platten bekommen und mein Bruder hat Kassetten bekommen, also Märchen und sowas alles, weil er einen Kassettenspieler hatte und ich einen Plattenspieler hatte. Heute heißt das ja Vinyl. Der kauft Vinyl, der hat Vinyl zu Hause. Das ist ein Vinyl-Liebhaber. Aber eigentlich ist das früher einfach nur Platte. Ne? Hast du mal eine Platte? Ich habe eine coole Platte gekauft. Und ich habe jetzt viele, viele Jahre keinen mehr gehabt. Habe aber immer noch Platten aus meiner Kindheit da. Natürlich sind das Märchen, aber auch irgendwelche Musikplatten. Also LPs, Langspielplatten. Also erstmal auf einer Seite anfangen. Langspielplatten. Und habe jetzt auch mal im Internet geguckt, was es da alles gibt. Also es gibt unglaublich, hätte ich überhaupt nicht gedacht, es gibt unglaublich viele Angebote, was Langspielplatten oder auch Singles angeht. Es gab ja auch Singles früher, da war dann ein Lied drauf. Und solche Sprüche wie, ja, Party, kannst du mal die Platte umdrehen? Das gibt's heute alle gar nicht mehr. Ne? Hier, Jürgen, kannst du mal Platte umdrehen? Bis zu Ende. Hat man heute nicht mehr. Und wie gesagt, da habe ich noch viele von. Und die wollt ihr einfach mal wieder hören und auch neue Platten kaufen. Also es gibt einen großen Markt für alte LPs, also alte Langspielplatten und Singles. Und es gibt aber auch einen großen Markt mit neuen, neu produzierten Langspielplatten. Das hat mich etwas überrascht. Also das ist wirklich auch für, das ist natürlich interessant für DJs, klar. Aber es gibt auch viele Leute, die das einfach aus Hobby machen und vielleicht gehöre ich da auf Dauer zu. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich habe mir erstmal so ein Ding geholt. Sieht auch ziemlich stylisch aus, das Teil. Muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. So, wie sieht es aus, wenn man hier runterguckt? Ah, cool. Ich kann es gar nicht erwarten, hier überall schöne Laternen hinzusetzen. Mal gucken, vielleicht kann man hier auch unterschiedliche Laternen nehmen. Wenn wir jetzt genug Gold hätten, würde ich hier überall goldene Laternen hinsetzen. Ich glaube, das würde richtig cool aussehen mit goldenen Laternen. Ich befürchte nur, dass wir nicht so viel Goldbarren haben, um das hinzubekommen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, das wird nicht ausreichen. So, ich bin wirklich überrascht, wie lang diese Steine reichen. Klar, wir haben jetzt die grünen noch gar nicht so viel verwendet. Unseren Grünschiefer. Aber das hat schon was, das hat schon was. Und das sind hier alles Höhen, wo du nicht mit irgendwelchen Säulen arbeiten kannst. Ne? Das würde total bekloppt aussehen, wenn du so eine Ultrasäule, so eine Ultra-Stütze, Ständer, wie heißt denn das jetzt? Ständer. Säule. Stütze. Ich weiß es nicht. Wieso komme ich da jetzt nicht drauf?
Deswegen müssen wir jetzt eine schöne Konstruktion einer selbsttragenden Brücke machen. So, wir sind schon ziemlich weit gekommen. An unserer schwebenden Insel vorbei. Das sehen wir mal eben weg. Müssen wir mal weiter sehen, wie wir das hier irgendwann noch ausbauen. Aber im Moment würde ich gerne erstmal den Hauptteil der Strecke fertig bekommen. Um dann irgendwann uns der Insel zu widmen. Eine schöne, bequeme, breite Strecke. Kannst du auch schön mit dem Pferd drüber reiten, wenn man mal Bock drauf hat. Also auch was jetzt Schienen angeht. Ich habe noch keine Ahnung, wie viel Eisen wir haben oder wie viel wir brauchen, um das alles zu nutzen. Also es kann alles ein bisschen dauern. Wie gesagt, das ist, wenn wir das jetzt fertig haben, dann machen wir uns mal Gedanken. Oder ich kann ja schon mal grob erzählen, wie dieser Träger, Stahlträger hätte ich jetzt fast gesagt, aber aus Stahl wird der Träger der Brücke natürlich nicht bestehen. Weil das wäre total verrückt. So viel Eisen kann man gar nicht sammeln, wie viel wir da brauchen würden. Diese Brücke hat ja vom Farbton her grün. Ja, also grün-grau ist die ja. So, jetzt gehen wir auf der anderen Seite auch nochmal eben hin. Das Bett haben wir unten gelassen. Jetzt können wir gleich gar nicht pennen. Wollen wir noch eben runterlaufen? Eigentlich würde ich gerne im Hellen... Komm, wir holen eben das Bett hoch. Spring, 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 Freude hier! Hui! Aua! Aua! Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich muss Obst an der Wand. Warte mal, wir essen erstmal die Äpfel auf. Erstmal die frisch gesammelten Äpfel aus dem wilden Wald. Und weg sind sie schon. Das hat ja gar nichts gebracht. Was war das denn? Hat ja gar nichts gebracht. Super, haben wir auch nichts mehr von. Das ist dunkel. Kannst du noch was sehen? Wo ist das Bett denn? Habe ich das wieder mitgenommen? Ist das hier gar nicht mehr? Das habe ich wieder mitgenommen. Nee, wo ist das denn? Wo ist das Bett? Da hinten ist das. Klar, ich habe ja die Brücke noch weiter gebaut. Da ist es. So nimm es denn! So nimm es denn! Und schnell hoch. Mit Fackel. Ach, guck mal. Da oben besucht uns schon jemand. Mr. Creeper, geh weg! Fackel erleuchte uns den Weg. Oh, wie schön. Wir gehen in den Himmel. Wir steigen in den Himmel auf. Nein. Also wenn wir hier irgendwo schon mal gewesen wären, dann wären hier irgendwo zumindest vereinzelt Fackeln. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Deswegen nochmal die Bestätigung, es ist unbekanntes Gebiet. Aber was ich gerade zu dem Brückenträger sagen wollte, zu dieser selbsttragenden Brücke. Da diese Brücke grün und grau ist, könnte man sehr gut irgendwas Grünes dafür verwenden. Aber natürlich kein Eisen, keine Eisenbarren. Wie gesagt, das wäre total verrückt. So viel Eisen haben wir nicht, auch wenn wir eine Menge gesammelt haben. Aber in einem Survival-Modus von Minecraft sowas dann zu stemmen, das finde ich schon ziemlich heftig. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, ewig nach Eisen zu suchen und jetzt noch irgendwie stundenlang in Bergwerke zu gehen, um da was zu suchen. Das würde dann alles unglaublich in die Länge ziehen. Dann sind wir in 200 Folgen noch nicht fertig mit dieser Brücke und mit dieser Bahnstrecke. Das soll ja auch alles zeitlich überschaubar bleiben. Deswegen habe ich mir überlegt, dass man... Ach nee, ich greife noch eine Sache vorweg. Gerade auch in anderen Welten habe ich das häufig so gemacht. In Vanilla-Welten hauptsächlich.
habe ich das so gemacht, dass ich Brückenkonstruktionen aus Schafswolle gebaut habe. Wenn man jetzt was Rotes, wenn man jetzt eine rote Brücke haben wollte, hat man einfach rote Wolle genommen oder blaue Wolle oder grüne Wolle, egal was. Und habe die einfach aus Schafswolle gebaut, weil man auch diese Möglichkeiten nicht unbedingt hatte mit den verschiedenen Farben, außer bei Wolle halt. Man musste da nicht so viele Rohstoffe für aufwenden und konnte einfach den nachwachsenden Rohstoff Schafswolle verwenden und den einfach nur von eingefärbten Schafen nehmen. Das war total einfach. Aber das geht hier anders. Und dazu kommen wir in der nächsten Folge. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.